Die Frauen-WM steht vor der Tür, Ante Rebic zu Inter und das ist der deutsche U21-Kader für die Europameisterschaft. Herzlich willkommen des Tages, mein Name ist Nico. Freunde, Wochenende, los geht's. Heute Abend ist es soweit, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft beginnt in Frankreich. Die Gastgeberinnen heute Abend um 21 Uhr gegen Südkorea. Die deutsche Nationalmannschaft startet dann morgen um 15 Uhr. Und Freunde, natürlich haben wir da was für euch vorbereitet. Heute Nachmittag kommt ein Friday-Feature von Flo, von mit F geschrieben, damit es passt. U21-Nationaltrainer Stefan Kunz hat heute Morgen sein Kader für die EM in Italien bekannt gegeben und dabei verzichtet er auf drei namenhafte Spieler, denn vier Spieler mussten noch gestrichen worden und erwischt hat es Cedric Teuchert von Schalke 04, der natürlich in der Rückrunde gar keine Rolle gespielt hat, aber eigentlich in der Qualifikation für dieses Turnier sehr wichtig war für die U21. Außerdem Jordan Torunariga von Hertha BSC, Yannick Klünter ebenfalls von Hertha BSC und Jani Serra von Holstein Kiel. Und der Kader, der mitfährt, das sind diese Jungs hier. Währenddessen ist Fußballfeiertag in Liechtenstein. Deren U21 hat tatsächlich gestern zum ersten Mal ein Qualifikationsspiel gewonnen. Und zwar gegen Aserbaidschan. Es war der erste Erfolg in 60 Versuchen. Liechtenstein, Halleluja! Der Transfer von Eden Hazard zu Real Madrid befindet sich endgültig auf der Zielgerade. Chelsea London hat inzwischen einem Transfer zugestimmt und das unwiderruflich. Die Ablöse wird sich ungefähr bei 100 Millionen Euro einpendeln und der Belgier geht also, so wie wir es seit Monaten vermuten, sicher zu Real Madrid. Die Bekanntgabe lässt noch ein bisschen auf sich warten, es gibt noch ein, zwei Details zu klären, aber es wird passieren. Jovic geht zu Real, Sebastian Haller ist bei United im Gespräch, also einer fehlt noch, Ante Rebic, richtig. Und der soll im Gespräch sein bei Inter Mailand, genau dem Inter Mailand, das Eintracht Frankfurt in der Euroleague rausgeworfen hat. Also, Eintracht hat Inter rausgeworfen, aber was erzähle ich euch, das wisst ihr ja eh. Beim Tabellenvierten der Serie A könnte er seinen Landsmann Ivan Perisic ersetzen. Perisic soll diesen Sommer verkauft werden, weil man mit ihm noch ein bisschen Geld machen will und scheinbar in der Zukunft nicht auf ihn setzen will. Und theoretisch würde Rebic relativ gut in Contes System passen, denn in der Vergangenheit hat Conte ganz gerne mit zwei hängenden Spitzen gespielt. Ziemlich genau das, was Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt gemacht hat. Und hätte die Chance, Champions League zu spielen. Allerdings ist das bis dato nichts anderes als ein Gerücht. Wir haben keinerlei Informationen, ob da irgendwas dran ist. Die nächsten Wochen werden es zeigen. Ich persönlich kann es mir nicht unbedingt vorstellen. Ante Rebic hatte ja schon mal einen Versuch in der Serie A. Das ist nicht so gut gelaufen. Deshalb glaube ich, dass da wenig dran ist. Seit gestern wissen wir, dass Gianluigi Buffon nicht bei PSG weiterspielen wird. Und jetzt ist die große Frage, wo geht's hin? Und wenn man seinem Berater glauben darf, gibt es Angebote von überall. Es soll einen Bundesligisten geben, der Interesse hat. Große Frage, wer könnte das sein? Weil ich meine, so ganz günstig ist irgendwie nicht. Es soll Vereine aus England geben. Der FC Barcelona soll Interesse daran haben, ihn zum zweiten Torwart hinter Marc-André Ter Stegen zu machen. Außerdem soll es Interessenten aus der Türkei und aus Brasilien geben. Also wirklich von überall. Wenn man aber italienischen Buchmachern glauben darf, dann sind die Favoriten, und jetzt wird's romantisch, Juventus Turin und Parma. Sein Jugendverein Parma soll ein absoluter Kandidat für die Verpflichtung sein. Und das wäre was fürs Herz, Freunde. Da würde ich mich echt freuen. Und bevor ich euch ins Wochenende lasse, haben wir noch mal Trikots für euch. Und zwar das neue Real Madrid Heimtrikot mit etwas Gold und das Liverpool Auswärtstrikot. Und die zeigen wir euch jetzt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Hier findet ihr zwei wunderbare Videos. Und natürlich kommt auch am Wochenende noch was für euch. Das war's von mir. Auf Wiedersehen.